Endlich angekommen. Der Podcast für das Gefühl, das sich jeder Mensch wünscht für sein Leben. Willst auch du endlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Person sein und die tiefe Gewissheit in dir verspüren, vollkommen angekommen zu sein? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Steffi Christian und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Endlich angekommen Podcasts. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge meines Endlich angekommen Podcasts. Hier ist wieder deine Steffi und heute soll es um das Thema Panikattacken und Angstzustände gehen. Ich bin sehr, sehr oft gefragt worden, ob ich dazu nicht einen Beitrag machen kann und was Menschen tun können, wenn sie Panikattacken und Angstzustände immer wieder erleben. Ich selber war vor circa 19 Jahren ganz, ganz doll davon betroffen. Ich habe mehrmals im Monat die schnelle medizinische Hilfe gerufen, weil ich Panikattacken und Angstzustände hatte. Ich bin kaum aus dem Haus gegangen, habe damals Antidepressiva genommen und habe aber irgendwann gelernt, dass Antidepressiva, und das ist meine Wahrnehmung, das runterdrückt, was sich gerade aus meinem Gefäß entledigen will. Das, was gerade hochkommt und sich verwandeln will, das habe ich damit wieder weggedrückt. Und ich habe in der Folge gelernt, dass Angst ein ganz natürlicher Mechanismus in unserem System ist. Und Angst ist die Vorstellung, Achtung, Angst ist die Vorstellung der Emotion Schmerz in der Zukunft. Wir kreieren uns bei dem Gedanken an Angst Dinge, die noch gar nicht real sind. Wir denken beispielsweise einen Gedanken und bauen dahinter eine ganze DVD auf, wie so ein Film, der noch gar nicht real ist. Doch wenn du daran denkst, dass deine Gedanken wirkende Kräfte sind, kann es natürlich sein, wenn du wiederholt diese Gedanken denkst, dass sich das Ganze manifestiert. Also meine Empfehlung an dieser Stelle ist, denke einen Gedanken und mache danach einen Punkt. Dann ist es natürlich auch ein ganz natürlicher Mechanismus, dass die Angst in seinem System wirksam wird, weil immer, wenn du dabei bist, deine Komfortzone zu verlassen, kommst du an die Barriere der Angst. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus. Früher, als der Säbelzahntiger kam, musste alles auf Flucht umschalten und so funktioniert unser System noch heute. Also, in dem Moment, wo du dein gewohntes verlässt deine sogenannte Komfortzone, kommst du an die Barriere der Angst. Ein ganz natürlicher Mechanismus. Und diese Angst symbolisiert dir nur, dass Achtung, wenn du jetzt weitergehst, Wachstum stattfindet. Und das ist natürlich außerhalb deiner Komfortzone und für dich unbekannt. Und unser Unterbewusstsein hat die Aufgabe, uns zu beschützen und im Altbekannten festzuhalten, zu beschützen vor Neuem, vor Unbekannten. Das muss nicht unbedingt was Cooles sein. Also, das Unterbewusstsein beschützt dich auch vor dem geilen Leben. Und da meine ich dieses Geil mit AI für ganz angekommen im Leben. Alles, was für dich neu und unbekannt ist, wird von deinem System erstmal als Gefahr gewertet und deswegen kommst du in eine Angst möglicherweise. Wenn du diesen Mechanismus kennst, dann kannst du trotz Angst handeln. Das machen zum Beispiel erfolgreiche Menschen permanent. Also auch ich habe immer wieder Angst, doch ich handle einfach trotz Angst. Ich habe irgendwann gelernt, die Angst zu meinem Freund zu machen. Denn wenn ich mir vorstelle, dass meine Gefühle, die ich hier auf der Erde zu erleben wünsche, alle meine Kinder sind und ich den Namen gebe, dann heißt eines davon zum Beispiel Angst. Und was macht eine Angst, die ich permanent wegschiebe? Richtig, die wird immer lauter. Und in dem Moment, wo du beginnst, deine Angst, deine Panik anzunehmen, kann sie sich verwandeln. Das ist natürlich nicht immer unbedingt ein schönes Gefühl, aber ich bin da durchgegangen. Ein sehr, sehr weiser Mensch hat mir damals, als ich Panikattacken und Angstzustände hatte, gesagt, fühl doch einfach dieses Gefühl mal durch. Schau doch mal, was passiert. Und dann kam meine Panikattacke. Und ich habe tatsächlich auf die Uhr geschaut, habe geatmet, gehechelt, du kennst das, wenn du Panikattacken und Angstzustände hast, und habe auf die Uhr geschaut und habe gedacht, okay, wie lange dauert so eine Panikattacke und was passiert denn da eigentlich? Ich habe also ganz genau mein System beobachtet
und habe gemerkt, nach 20 Minuten ist das Ganze vorbei. Und dann habe ich mir außerdem bewusst gemacht, natürlich nicht allein, sondern damals mit Hilfe, dass mich so eine Panikattacke noch nie umgebracht hat. Und dann bin ich also ganz mutig gewesen, habe mich auf meinen Lieblingsmassagesessel in meinem Wohnzimmer damals gesetzt und habe diese Panikattacke einfach durchgeführt. Schweißgebadet, wie gesagt, hechelnd, ne, du kennst das, wenn du das kennst, habe ich das die ganze Zeit einfach beobachtet und da sein lassen. Und das habe ich ein, zwei, dreimal gemacht und siehe da, die Panik wurde weniger. In dem Moment, wo du das Gefühl, was du ja als Seele in einem menschlichen Körper zu fühlen wünschst, da sein lässt und mit einem Ja fühlst, kann es sich verwandeln. Denn bedenke bitte, wir sind hier in der Dualität. Das bedeutet, wir leben entweder oder. Und wenn du in die Liebe kommen willst, dann darfst du die Angst erstmal annehmen. Und wenn du den Mut kennenlernen willst, darfst du auch erstmal die Angst annehmen. Und ich fasse nochmal zusammen. Also Angst ist die Vorstellung der Emotion Schmerz in der Zukunft. Und Angst ist ein Hinweis dafür, dass gleich Wachstum stattfindet, weil du dich außerhalb deiner Komfortzone befindest. Angst ist eines deiner Gefühle und du hast dir als Seele vorgenommen, hier auf der Erde Gefühle zu fühlen. Und lass sie uns nennen Angst, Trauer, Neid, Hass, Scham, Schuld, Wut, Eifersucht, Ohnmacht, Hilflosigkeit. Das sind niederschwingende Gefühle, die wir sehr, sehr gerne ablehnen. Vielleicht erkennst du dich gerade wieder. Und in dem Moment, wo du sagst, hey, alle diese Gefühle dürfen da sein, denn das sind meine Gefühle, dann fühlt sich das Gefühl gewürdigt und kann sich verwandeln in das Gegenteil. Und wenn du hier als Mensch in einem Körper lebst, um Gefühle zu fühlen auf der Erde, dann darfst du natürlich alle Gefühle willkommen heißen, ohne sie zu bewerten. Diese Bewertung nimmt nur unser Kopf vor. Unsere Seele wertet nicht in gut oder schlecht, die sagt einfach nur, wow, da fühlt sie oder er. Die ist einfach zum Fühlen hergekommen in diesem menschlichen Körper. In dem Moment, wo du das Gefühl nicht mehr ablehnst, kann es sich verwandeln. Ja. Wie fühlst du dich damit? Also ich freue mich auf deinen Kommentar. Du kannst mir auch gerne folgen auf Instagram, Steffi-Christian, und dort einfach mal einen Kommentar, eine persönliche Nachricht dalassen. Vielleicht auch, was dich an Themen interessiert. Denn ich bin sozusagen schon mit Angst auf die Welt gekommen. Schon im Mutterleib hat meine Mutter versucht, mich abzutreiben, aus verschiedenen Gründen, die ich heute gar nicht näher benennen möchte. Und ich bin fein mit meiner Mama, ich liebe meine Mama. Aber schon damals habe ich sozusagen Gefühle auch von ihr übernommen. Wenn du als Kind auf dem Teppich sitzt, dann übernimmst du ja auch von deinen Eltern Gefühle. Möglicherweise auch die Angst, die Trauer, die Wut, die Ohnmacht, die Hilflosigkeit, die Unbewusstheit und so weiter. Also schau auch gerne mal dahin, welche Gefühle dir deine Eltern sozusagen mit in dein Gefäß des Lebens gegeben haben. Wenn du als Kind auf dem Teppich sitzt, bist du wie ein Schwamm und saugst all das auf, was deine Umwelt und dein Umfeld in dich hineinpflanzen, ohne dass das irgendwie zu bewerten ist. Jeder der Beteiligten, so glaube ich, hat damals sein Bestes gegeben, doch du hast noch kein eigenes Bewusstsein und all das, was du erlebt hast damals, wird in deinem unbewussten Teil abgespeichert, ganz tief im Unbewussten abgelegt und irgendwann im Laufe deines Lebens, wenn du soweit bist, dann gibt es irgendjemand, der von außen deine Knöpfe drückt und du gehst möglicherweise hoch wie ein HB-Menschen oder kommst eben in diese Panik, kommst in diese Angst und dann erwachen diese alten Sachen in dir, aber nicht um dich zu ärgern, sondern damit du sie annehmen kannst, dass du sie fühlen und verwandeln kannst. Weil als Kind bist du abhängig von deinen Eltern, das bist du als Erwachsene oder Erwachsener nicht mehr. Du kannst also dann sagen, okay, ich setze mich jetzt über die Begrenzungen meiner Eltern hinweg oder der Personen, die mich erzogen haben als Kind und denke jetzt einfach meine eigene Wahrheit. Und so habe ich zum Beispiel damals mit der Angst Folgendes gemacht. Ich war damals bei Robert Betz in der Transformationstherapie-Ausbildung und habe gelernt, meine Angst anzunehmen, meine Angst zu meinem Freund zu machen, was mir natürlich erstmal ein bisschen komisch vorkam. Aber dann tatsächlich habe ich mir vorgestellt, meine Angst ist ein Pinguin. Pinguin fand ich ziemlich niedlich und ich bin damals im Flugzeug gewesen und habe virtuell, also wirklich nur virtuell, meinen Pinguin angeschnallt. Und irgendwann sind wir gelandet.
Ich bin ausgestiegen und als ich zu Hause ankam, habe ich festgestellt, ich habe meine Angst im Flieger vergessen. Und tatsächlich habe ich dann als Anker und zum Leidwesen meiner Tochter damals mir Mütze und Handschuhe gekauft, die Motive von einem Pinguin hatten, einfach damit ich das nicht vergesse. Und so habe ich sozusagen meine Angst einfach da sein lassen und damit hat sie sich komplett verwandelt und ist zu meinem Freund geworden. Heute muss ich sagen, merke ich, wenn ich meine Komfortzone verlasse, natürlich Adrenalin in meinen Zellen und so weiter, aber ich mache es einfach trotzdem, weil ich weiß, dass außerhalb der Komfortzone Wachstum stattfindet und die Angst ist sozusagen für mich wie so ein Stopp, was mir nur sagen will, hey, jetzt geht's aufs nächste Level, jetzt geht's weiter, also gib Gas, Baby, und alles wird hübsch. Ja, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, um deine Angst besser zu verstehen. Vielleicht bist du auch bereit, deine Angst hier zu deinem Freund zu machen und vielleicht nach einem gedachten Gedanken einen Punkt zu machen und nicht mehr den ganzen Film hinterher abzuspulen, den du dir möglicherweise bisher angeschaut hast im unbewussten Teil oder in deiner Gedankenwelt, so möchte ich mal sagen. Denn Angst ist die Vorstellung der Emotion Schmerz in der Zukunft und das, was wir danach denken, ist noch gar nicht da. Aber wiederholt gedacht, können wir das natürlich ins Hier und Jetzt holen, weil unsere Gedanken wirkende Kräfte sind. Du bist ein mächtiger Schöpfer und ich wünsche mir, dass du dir dessen bewusst bist. Jetzt möchte ich diese kurze Folge an dieser Stelle beenden. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Treue, für dein Zuhören, dass du wieder reingehört hast und wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei allem, was du tust. Das war deine Steffi mit einer Folge des Endlich Angekommen Podcast zum Thema Angst und Panik. Danke! Mich hast du ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt und ich habe dir erzählt, ich hatte in meiner Kindheit doch ganz schön viel Drama. Heute bin ich jedoch extrem glücklich und habe meinen Fokus vollkommen weg von dem Drama gerichtet. Und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ich habe vor einiger Zeit eine CD erschaffen mit dem Titel Schreibe deine Kindheit neu. Das ist eine Meditations-CD, die ich dir von ganzem Herzen empfehle. Die kannst du wieder und wieder anwenden, solange bis dein inneres Kind tatsächlich vollkommen glücklich ist. Geh dazu auf meine Seite unter www.steffichristian.com.